Das war früher ein See vom Kloster Steingaden. Der Fischereiverein hat den nach 1976 wieder in Ordnung gebracht, hat halt den Damm wieder aufgebaut. Viele Jahre ist das passiert, dass der See dann umgestanden ist. Das war meistens im Hochsommer, wenn wir einen Haufen Urlaubsgäste da gehabt haben, die da vorne beim Baden waren. Vom Grund lösen sich dann so Kugeln und die schwimmen dann so umeinander. Der See wird halt trüb und alles. Dann sind wir halt abends dahergekommen mit dem Motorboot, haben 20 Zentner Brandkalk eingeladen und haben den Brandkalk über die Motorschraube vom See da verteilt. War natürlich ganz toll abends, wenn da ein Haufen Leute da vorne waren und auf einmal war der See schön weiß. 1995 hat uns der Klaus zwei Grander Geräte zur Verfügung gestellt. Einmal das Gerät, wo das Wasser durchläuft und einmal da draußen den Brunnenbeleber. Der See ist in diesem Jahr nicht mehr umgestanden. Gut ein Jahr drauf hat man die Gandergeräte wieder rausgenommen. Was ist passiert? Der See ist wieder umgestanden. Und dann waren wir so weit, dass wir gesagt haben, wir kaufen auf jeden Fall jetzt die Gandergeräte und bringen den See ein. Seit jetzt die Gandergeräte drin sind, ist kein Gramm Brandkalk wieder in den See gekommen. Und wenn wir zum Fischen gehen, den Fisch kannst du rausnehmen, den kannst du essen. Wir haben jetzt Zander drin, Forellen natürlich im Frühjahr drin und Schleien. Von der Qualität her sind die Fische auf jeden Fall super. Und dann haben wir damals den ganz extremen Sommer gehabt, 2006. Und im Umkreis links drum sind alle Seen umgestanden. Und der Kaltenbrunner See hat immer noch komplett gutes Wasser gehabt. Das kommt ja der vom Gesundheitsamt und untersucht den. Der war mehr als zufrieden mit unserer Wasserqualität. Und das ist natürlich für uns wichtig. Ja. Granda ist für uns genau die Lösung gewesen, die wir für den See braucht haben.